Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um einen Meerschweinchenkäfig. Ich möchte mit euch Schritt für Schritt so einen Käfig bauen, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Natürlich könnt ihr das Ganze auch für Hamster nutzen, für Mäuse oder auch für Karnickel. Je nachdem, wie hoch ihr die Brüstung vorne baut. Das Ganze ist recht einfach gebaut, bis auf das Untergestell, da gehe ich nicht so drauf ein. Aber das alles erfahrt ihr in diesem Video. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hä? Ihr seid ja noch immer hier. Der Film sollte doch schon längst losgehen. Ja, was ich euch noch sagen wollte, bevor wir jetzt loslegen, den Kanal Mr. Handwerk unbedingt abonnieren, denn jeden Freitag um 19 Uhr kommt hier eine neue Folge. Also wenn du jetzt ein neuer Zuschauer bist, unten findest du einen Abo-Button. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos, würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß bei diesem Film. Und für dieses Projekt brauchen wir natürlich Platten. Und da habe ich mich bei meinem Plattenpartner bedient, und zwar Platten zwischen 24. Links Rabattcodes findest du alles unten in der Videobeschreibung. Auch ideal für diejenigen, die keine Tischkreissäge zur Verfügung haben. Die können sich dort alles zuschneiden lassen. Ihr werdet unten auch eine Zuschnittliste finden. Allerdings ist die gerade und nicht schräg. Und für diejenigen, die bereits Platten auf Lager haben, ihr könnt euch natürlich auch größere Platten bei Plattenzuschnitt 24 bestellen und die dann hier vor Ort zuschneiden. Ich kann euch auf jeden Fall meine Tauchkreissäge empfehlen von Bosch. Die habe ich nämlich jetzt auch hier verwendet gehabt, um die Spanplatte, die weiß beschichtet ist, zuzuschneiden. Kann ich euch auch empfehlen, eine Spanplatte als Grundplatte zu verwenden, die weiß beschichtet ist mit so einem Dekor. Falls die Nager mal Pipi machen, damit man das mal wegwischen kann, beziehungsweise dass es nicht gleich ins Holz hineinzieht. Für die Umrandung habe ich 15 mm starkes Multiplex verwendet. Die Rückwand hat eine Höhe von 50 cm, die Front vorne von 20 cm. Ich denke, das müsste für Meerschweinchen genügen. Ich werde euch berichten, wenn die kleinen Racker ausgebrochen sind. Nach dem Zuschnitt, auch wenn ihr das bestellt habt, bitte brecht die Kanten. Das ist ganz, ganz wichtig. Einmal A, beim Arbeiten könnt ihr euch keine Splitter zufügen. Und B, die Nager können sich schon an so scharfe Kanten verletzen, beziehungsweise ein Splitter kann sich ganz schnell da ablösen. Und meistens schnuppern oder tasten sie ja viel mit dem Mund und mit der Nase. Und das wäre natürlich fatal für die kleinen Nager. Das sind jetzt hier die Ecken. Die habe ich mir, oder ich habe mir eine leichte Schräge angeschnitten, damit das Ganze so ein bisschen lockerer ist. Ihr könnt natürlich auch eine Gerade nehmen. Das ist jetzt je nachdem, was ihr für Werkzeug zur Verfügung habt. Zusätzlich habe ich hier noch meine Nut hineingesägt. Da sage ich euch auch noch mal eine Alternative, wenn ihr hier keine Tischkreissäge zur Verfügung habt. Übrigens habe ich das mit der Tischkreissäge gemacht. Ihr braucht nicht immer eine Oberfräse dazu oder eine Tischfräse. Das Ganze habe ich jetzt nochmal zusätzlich leicht abgerundet, damit das ein bisschen schöner aussieht und falls man mal irgendwie stolpert, Kinder spielen ja damit, damit die Verletzungsgefahr ziemlich gering ist. Das Ganze könnt ihr übrigens mit einem Bandschleifer machen, schön eingespannt, oben die Rundung eingezeichnet und das Ganze schön abgeschliffen. Das Ganze habe ich dann nochmal mit meinem Kantentrimmer oder meiner Handfräse die Rundung angefräst. Ich denke, das rundet das Ganze schön ab. Und das Ganze wird dann später geschraubt. Das mache ich aber zusammen mit zwei Helferlein, beziehungsweise mit drei. Steffi ist auch dabei. Wir werden nämlich das Ganze schrauben. Ich kann euch natürlich empfehlen, das Ganze mit Lamellos zu befestigen, wenn ihr das zur Verfügung habt. Lamellofräse kann ich euch ganz klar die von Einhell empfehlen. Oder es gibt auch eine von Wolfkraft. Das ist ein Anbausatz, den ihr auf einen Winkelschleifer anbauen könnt. Und dann könnt ihr damit auch wunderbar Lamellos fräsen, beziehungsweise Flachdübel. Und bevor wir jetzt weitermachen, will ich das Ganze mal probeweise zusammenbauen, um zu schauen, ob auch alles passt. Und dafür kann ich euch wunderbar diese Eckspanner von Wolfkraft empfehlen. Die sind nämlich speziell, das heißt für den Möbelbau, aber ich nehme sie ganz, ganz gerne für den Möbelbau. Das sind so kleine Helferlein, so eine Art Zwing, beziehungsweise Eckspanner, die das Ganze zusammenhalten. So sieht das Ganze aus. Natürlich kommt auch noch eine zweite Etage hier hin. Das machen wir aber später. Ich will mich jetzt erstmal um das Acrylglas kümmern, was jetzt hier reinkommt. Und da habe ich mir Streifen zuschneiden lassen bei Plattenzuschnitt 24. Es gibt auch, ihr könnt euch die Kanten polieren lassen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die natürlich auch selber schleifen, je nachdem. Ich habe das jetzt fertig poliert gekauft,
heißt für mich weniger Arbeit. Ich werde jetzt nochmal auf Breite schneiden und da ich eine Schräge gemacht habe links und rechts, ihr könnt das im Hintergrund ja sehen, muss ich natürlich die Schräge auch mit der Kapp- und Gärungssäge ranschneiden. Ihr könnt natürlich auch das Ganze gerade machen und dann könntet ihr theoretisch das Acrylglas von innen drinne verschrauben. Ganz, ganz einfach. Ach ja, und für alle diejenigen, die keine Tischkreissäge zur Verfügung haben und diese Schrägen bzw. die Nute nicht sägen können, ihr könnt, wie anfangs erwähnt, ihr nehmt einfach dann Acrylglas, macht das gerade und dann könnt ihr das von innen drinne mit Schrauben verschrauben. Es gibt auch ein Video, wie du Acrylglas zusägen kannst bzw. bohren kannst. Ich werde dir mal beide unten in der Videobeschreibung verlinken. Der Sinn jetzt hier mit der Nute ist ganz einfach, dass man diese Wände hier für die Reinigung einfach rausziehen kann, beziehungsweise hier eventuell eine kleine Leiter ranhängen setzen kann, damit die Hasen oder Meerschweinchen rein und raushoppeln können. Ja, das Zusammenschrauben, wie gesagt, mache ich gleich. Die zweite Ebene, da nehme ich auch wieder Multiplex. Ich werde das Ganze vor Ort dann mit einer Stichsäge noch ein paar Rundungen reinsägen und ich werde dann als Pfeiler, nehme ich ganz normale Birke, einen Birkenast, habe ich mir auch im Baumarkt gekauft, schneide ich mir dann zu und dann haben wir eine zweite Ebene. Was wir jetzt noch machen müssen oder was ganz, ganz wichtig ist beim Zusammenbau, kann ich euch auch empfehlen, nehmt bitte einen Anschlagwinkel. Gibt es einen großen und einen kleinen, damit das Ganze auch gerade ist. Ansonsten habt ihr überall Fugen, die dann offen sind und das wäre natürlich ärgerlich. Und wir müssen uns jetzt um die Füße kümmern. Da kann ich euch ganz einfach empfehlen, besorgt euch 4 Schwerlastrollen, schraubt die drunter und fertig ist das Projekt. Natürlich noch ein bisschen Farbe, auch da wieder bitte aufpassen, dass ihr keine Farbe kauft, die giftig ist für Nager. Ich würde vielleicht außen das Ganze lackieren, innen würde ich es einfach roh belassen, falls die Nager dann am Holz mal rangehen, damit die sich keine Vergiftung zufügen. Ich habe mir jetzt hierfür überlegt, dass ich 2 Eichenfüße baue, so leicht geschwungen. Und die habe ich ganz einfach aus Eiche gebaut, schräg zugeschnitten, das Ganze mit einer Cover-Jig verschraubt, Rundung rangefräst, geölt und fertig. Natürlich auch nochmal 4 Möbelfüße drunter gesteckt und fertig ist das Ganze. Und ich würde jetzt sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen. Jetzt können die kleinen Meerschweinchen kommen. Ja, wir haben das Ganze jetzt noch farblich gestaltet mit Kreidefarbe. Die werde ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie bereits erwähnt, das Untergestell, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Also habe euch den Bau nicht wirklich gezeigt. Alternativ kann ich euch, wie gesagt, Möbelfüße empfehlen. Die könnt ihr euch dann fertig bestellen und runterschrauben. Sieht genauso gut aus. Ja, jetzt können die Schweinchen kommen, ne? Zu Deko bekommt ihr im Zoofachhandel, genauso wie das Futter und das Streu. Da könnt ihr euch nochmal beraten lassen. Und später sollen dann hier nochmal 2 Boxen drunter kommen. Da kommt das ganze Zubehörmaterial rein, wie Futter, Leckerlis, Streu, Stroh und so weiter und so fort. Wer jetzt Lust bekommen hat, auf das Thema Heimwerken bzw. mehr für seine Haustiere zu bauen, dann verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung nochmal ein kleines Video. Da baue ich ein Gehege für die Meerschweinchen. Und zwar kannst du dir dann frei eine Wohnung
im Gehege rumlaufen lassen oder auch draußen im Garten. Ist ganz, ganz einfach nachzubauen und es sieht genauso gut aus wie der Käfig hier. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, unbedingt abonnieren, unbedingt teilen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr Instagram oder Facebook habt, teilt oder postet bitte Fotos, wenn ihr diesen Käfig nachgebaut habt oder auch so ähnlich nachgebaut habt. Verlinkt mich drauf, würde ich mich riesig drüber freuen. Ich würde sagen, bis nächste Woche Freitag 19 Uhr, euer Mr. Handwerk. Ciao.